Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play zu Hitman. Ich freue mich sehr, dass ich wieder weiterspielen kann. Die Episode 1 hat mir schon sehr gut gefallen. Ich mag die Liebe zum Detail in dem Level. Das sind immer ziemlich große Level und die vielen verschiedenen Möglichkeiten. Auch wenn ich natürlich nicht alles ausschöpfen konnte beim letzten Mal, mich da ein bisschen blöd angestellt. Aber ich kannte das Spiel ja auch noch nicht. Jetzt bin ich ein bisschen eingespielt und glaube und hoffe, dass das jetzt besser funktioniert. Genau. Und wir starten jetzt, wir machen jetzt einfach direkt weiter mit der Story. Und zwar haben wir jetzt mal die Zwischensequenz gesehen, die hier steht. Die Geheimnisse der globalen Elite. Und haben wir gesehen, dass den Namen vergessen von dem Typen schon. Ich glaube, Victor hieß er. Der diese Liste an mit Namen von Agenten, waren das glaube ich, von irgendeinem Geheimdienst, quasi bevor wir ihn ausschalten konnten, quasi schon weitergegeben hat an eine Person, die anscheinend wichtig ist. Ich blicke da noch nicht ganz durch, was jetzt die Story wirklich ist. Ich glaube auch nicht, dass sie wirklich wichtig ist, ehrlich gesagt. Es geht glaube ich wirklich viel mehr um die Geschichten, die die einzelnen Level schreiben. Und jetzt habe ich wieder viel zu viel geredet, deswegen starten wir jetzt direkt mal in die Mission Die Welt von Morgen. Viel Spaß. Ich werde es haben. Good morning, 47. Your destination is the coastal town of Sapienza, also known as the Jewel of the Amalfi Coast. Your target is a former client of ours, Silvio Caruso, a brilliant but troubled bioengineer employed by the Ether Biotech Corporation. Renowned for his early stem cell research, Caruso is now reportedly working on a far more disturbing project. A DNA-specific virus able to infect anyone, anywhere in the world. Imagine a bullet, fired in any direction, passing through countless bodies without inflicting harm, invisible and undetectable until it strikes its target. A world of armchair assassins killing with impunity. This is what awaits us, unless Caruso is stopped. Our client, one of Ether's major private stockholders, wants the project cancelled on ethical grounds, but without destroying the company in the process. She has asked us to eliminate Silvio Caruso and destroy the yet unfinished virus prototype. You will also need to deal with Caruso's lab head, Francesca DeSantis, a high-level Ether employee and cutthroat corporate climber who holds intimate knowledge of Caruso's research and could potentially carry on in his place. This is no ordinary contract, 47. Caruso's virus is a serious threat to our craft and trade, not to mention our core ideals. So failure is not an option. I'll leave you to prepare. Okay, das klingt ja wirklich ernst, eine biologische Waffe, die alles verändern könnte und wir müssen sie stoppen und haben diesmal sogar drei Aufträge, zwei Ziele, die wir eliminieren sollen und natürlich diesen Virus, der zerstört werden muss. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich in das Labor von denen eindringen und versuchen natürlich dabei nicht aufzufallen. So, gehen wir mal zur Planung über. Natürlich wieder ein Schmugglerversteck, wahrscheinlich wieder nur eins erstmal am Anfang, ne, genau. ICA-Unterschlupf, große Agentur-Pickup, genau. Hier haben anscheinend einen Unterschlupf, da könnte ich was hinterlegen. Jetzt die Frage, was nehme ich mit? Das Scharfschützengewehr habe ich in der letzten Episode freigeschaltet, wenn ihr, ob ihr das gesehen habt. Da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Es ist schallgedämpft auf jeden Fall. Ich glaube aber nicht, dass ich den Weg gehen möchte, mir da wohl einen Sniperplatz zu suchen, weil ich kann die halt auch schlecht einpacken, die trage ich halt ständig mit mir. Also ich muss mir dann schon eine Verkleidung suchen, wo ich die tragen kann, ohne dass ich ständig auffliege. Deswegen lasse ich die, glaube ich, lieber weg. Mitnehmen tue ich wahrscheinlich die Klavierseite, habe ich beim letzten Mal auch sträflich vernachlässigt. Werde ich versuchen, auf jeden Fall mehr zu benutzen. Weil die schon verdammt cool ist und halt auch so das Markenzeichen und hat natürlich den Vorteil, dass man die Leute dann schneller quasi ins Versteck ziehen kann. Wobei ich natürlich auch versuchen möchte,
nur die zu töten, die ich wirklich töten muss und die anderen, den anderen nicht das Genick zu brechen. Das sind so ein bisschen die guten Vorsätze, das versuche ich mal durchzudrücken. Und die Münze nehme ich auch mit, weil ich die gut finde. Deswegen gucke ich mal, kann sein, dass ich einen Dietrich brauche, dann kann ich mir den holen. Ich lege mir einen Dietrich in das Versteck, nehme natürlich meine Pistole mit. Genau. Die Münze, die Klavierseite, wahrscheinlich auch nur einen Startpunkt, genau, am Hauptplatz. Und kann mir jetzt einen Anzug aussuchen. Entweder als einen italienischen Anzug, mich ein bisschen der Umgebung anpassen. Oder ich nehme halt den klassischen, ich glaube diesmal nehme ich den klassischen Agent 47 Anzug. Es sieht einfach am besten aus, glaube ich. Genau. Und damit starten wir in diese Mission. Auf geht's. Wahrscheinlich jetzt einen kleinen Ladebildschirm. Genau, da ist er schon. Und dann geht's direkt ins große Abenteuer. Hab ich den Namen vergessen von der Location, ehrlich gesagt. Werden wir gleich nochmal sehen. Irgendwas Italienisches, glaube ich. Irgendwo in Italien. Ich bin gespannt. Was sich mir für Möglichkeiten bieten, wie ich da jetzt reingehen kann. Möglichst unbemerkt am besten. Ja, wir werden sehen. Welcome to Sapienza 47. Silvio Caruso's family home is right across the square. The bioengineer suffers from acute travel phobia, so the Ether Corporation has installed a state-of-the-art field laboratory somewhere below ground. Expect security levels to rise as you get closer to the virus. Natürlich. Good luck, 47. Natürlich wird's wird die Sicherheitsvorkehrung größer sein, desto näher ich dem Virus komme, das ist klar. Ja, sitzen wir hier gemütlich auf unserer Bank, lesen Zeitungen, schauen immer ab und zu verschmitzt und ungesehen die Lady hier neben uns. Aber wir haben einen Auftrag zu erledigen und den treten wir jetzt mal an, würde ich sagen. Das scheint die Villa zu sein, an die wir rein müssen. Wird auch schon bewacht. Ich glaube nicht, dass wir hier rein können. Wir können ja mal fragen. Aber ich glaube, die lassen uns nicht rein. Sorry, Sir, you'll need to find another way in. Restricted area. Auch geil, dass er sagt, dass ich einen anderen Weg suchen muss, reinzukommen. Im Sinne von, ja, hier können sie nicht durch, statt dann so über eine Mauer oder so. Das scheint mich ja quasi schon dazu aufzufordern, Rocco, das anders zu versuchen. Get down here this minute. You can't be late for your first day. Relax, it's all good. Just gotta put some pants on. Oh, why aren't you wearing any pants? How are you doing? Never mind. Just get down here. We'll both be in trouble. Oh, please. You want to wait on that weirdo Caruso for the rest of your life? Come on, you gotta think big, sis. Der Typ ist ein bisschen bekifft, glaube ich. Oh, that weirdo is your boss, Rocco. Chef Marcello Ray has hired a new kitchen hand by recommendation. Okay. And the two have yet to meet. Could be a convenient way to infiltrate the mansion. FYI, according to our research, Chef Marcello has been trying to replicate Isabella Caruso's famous home cooking, but Silvio Caruso is not impressed. I suggest you give him a helping hand. Okay, dann tun wir das doch vielleicht. Hier sind so ein paar Sachen, die man machen kann. Schon. Das heißt, die geben einem auch schon so ein bisschen was vor, was man tun könnte. Wir machen aber jetzt das einfach mal, weil das finde ich ganz schlecht. Der erste Arbeitstag, quasi so als Diener zum ersten Arbeitstag hingehen. Gute alte Zeit. Aber das ist so einiges. Der gute Sohn klingt auch interessant. Absolution. Ja, einiges zu entdecken. Get your shit together and you're asked to work. Pronto! It's almost lunchtime. Okay. Mal ob wir irgendwie reinkommen. Gut, hier komme ich nicht rein. Ich muss da hoch. Wie kann ich da hoch? Hier. Verkleiden sich als Küstenpersonal. Das heißt, ich muss wahrscheinlich den Typen auch gehauen, ne? Ich glaube, ich muss den Typen gehauen. Also geht er auch noch zur Arbeit. Das wäre ganz schlecht. Das wollen wir natürlich nicht. Deswegen... Kann man die Tür öffnen? Ah, muss klingeln. Dann klingel ich mal. Ling, ling. Mach mal die Tür auf. Guck,
Hallo. Tür auf. Zimmerservice. Let me guess. Conservatives? Hey, sorry, pal. I voted for the other guy. Oh, mach die Tür gar nicht zu. Das ist aber nett von dir. Das ist nett von dir, dass du die Tür gar nicht zumachst. Jetzt geh mal schön schlafen. So, dann schauen wir uns hier mal um. Die Tür ist zugegangen, das ist wunderbar. Gibt es hier irgendwo, wo ich dich verstecken kann? Nicht unbedingt, aber ist mir auch ziemlich egal. Ich glaube, hier oben findet dich erstmal keiner. In deiner versifften Bude hier. Aber ich kann mich verkleiden als Küchenpersonal. So. Ach, guck mal, der spielt Hitman. Mensch. Ein Fan. Schlüssel zur Wohnung. Nehmen wir auch an uns. Treffen Sie sich mit dem Küchenchef. Okay. Das heißt, ich hoffe, ich kann jetzt auf das Anwesen. Weil ich bin in der Verabredung. Ich muss dann mit dem Küchenchef reden. Deswegen laufen wir da direkt mal hin. Das ist schon mal die erste Situation genutzt, um reinzukommen. Ich hoffe, das klappt jetzt. So, kommt. Oh, der Sir, ja, ist gut, genau. Ihre Schwester könnte mich entdecken, das kann ich schon. Seine Schwester könnte mich entdecken, das kann ich nachvollziehen. Hi, Jungs. Ich, Anyone coming through here needs a quick pat down, sir. Security okay, dann gehe ich wieder. Ja, mit dem Filzen lassen ist so ein Ding. Ich habe da ja so ein paar Pistolen dabei. Oh nein. Geh weg. Okay, sie geht weg. Die müsste ich verstauen. Ich leg die mal hier hinten, glaube ich. Ist ja egal, wo ich den leg, ich mal hier hin. Damit die, weil die werden, wenn ich filzt werde, werden die auf jeden Fall Objekt ablegen. Wenn die auf jeden Fall auffallen. Deswegen lege ich die weg. Und lass mich filzen. Dann gucken wir mal, ob wir dem ein schönes Essen kochen können. So, hi. Sorry, we can't let anyone through without doing a security check jupp, first. Jupp, machen Sie ruhig. Ich habe nichts dabei, keine Sorge. Ich bin. Das ist ja mein erster Tag, ne? Jo. Ich bin ganz ruhig. Ich bin nur ein bisschen aufgeregt. Thank you. Genau. Have a good one, sir. Jo, tschüss. Danke. So. Sind schon mal drin. Das ist schon mal sehr gut. Hey, guys. Hier rein, ich muss nach oben. Dann gehe ich mal nach oben. Da ist der Küchenchef. Hi. Chef Marcello. I'm the new kitchen. Sorry, I'm late. You're damn right you are. Never mind. You can finish this tomato sauce. Maybe you can get it right. I seem to be jinxed. When you're done, ring the dinner bell. Sure thing, boss. I'll give it some love. Dann kochen wir mal Spaghetti. Soße kochen. Oh, sieht doch lecker aus. Das sieht doch wunderlecker aus. Würde ich sofort essen. Man merkt wahrscheinlich gar nicht, dass ich Hunger habe, ne? Achso, ich kann einfach wieder. Okay, es ging ja schnell. Soße fertig? Essensglocke läuten. Gut. Machen wir. Läuten wir die Essensglocke. Baling. Caruso will be coming to lunch shortly. His last meal, I presume. Okay. Ja. Heißt, his last meal. Gibt's hier irgendwas, was ich da reintun kann? So, ein bisschen Rattengift oder so. Und ein Messer. Das kann ich nehmen. Das nehme ich mit. Ah, diese Musik, ne? Aha. Kommt man auch rein. Gut, er kommt zum Lunch. Das ist schon mal nicht schlecht. Wird sein letztes sein, hat er gesagt. Hat es sie gesagt. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie ich ihn. Bin ich wieder ein bisschen ratlos. Ich guck mal hier weiter, was wir hier noch so haben. Er ist ja noch nicht da, aber er kommt gerade. Okay. Hier ist auch eine Kiste. Der Kollege bleibt da stehen. Die können aber auch was sehen. Und hier das Fenster sehen wir. Also ich kann hier auf dem Weg
Kann ich den jetzt, glaube ich, nicht abpassen. Aber er bleibt da stehen. Warum bleibt er da stehen? Okay, er bleibt auch nur stehen. Und guckt sich im Spiegel an. Meine Überwachungskamera hat mich gefilmt. Du kleine Sackkamera, du. Egal. Wo geht er hin? Das ist er. Oh, und sein Leibwächter würde mich entdecken, sehe ich gerade. Was nicht so geil ist. Na, geht da essen, okay. Was ist denn das jetzt? Das Last Meal. Gut, er ist da, um zu essen. Das ist doch schon mal interessant. Da kommt das Essen. Gehen die jetzt? Nee, ich dachte, die gehen jetzt. Der Kollege macht mir Sorgen hier, der mich entdecken könnte. Ja, ich erfolge mal die Szenerie, ich weiß nicht. Ich könnte ein Messer werfen, das checken die aber alle. Ich hätte es ja so sein nicht, aber hier stehen natürlich auch noch ganz viele andere Leute. Pasta Bolognese, the Caruso style. Well, you want to finish. Okay. Neben Todestag. Okay. Seine Mutter hat Todestag. Es könnte das auch eine Möglichkeit sein, zu töten. Auf jeden Fall geht er jetzt wieder. Oder will er nochmal alleine? Ne, die gehen wieder. Ich glaube, sie gehen wieder. Okay, bevor die mich entsehen, gehe ich wieder auf Seite. Also ein Leibwächter könnte mich entdecken. Das wollen wir ja nicht. Tschüss. So, irgendwas mit seiner Mutter. Ich schaue mich einfach noch ein bisschen um, glaube ich. Guck mal, hier an der Seite habe ich gesehen, kann man nämlich lang gehen zum Beispiel. Das ist das awful Essen, was wir gekocht haben. Ein Glas Wein könnte man vergiften. Haben wir nichts zu vergiften, das gerade noch nicht. Eine Schaufel. Kann ich aber nicht verstecken, kann ich nur fallen lassen. Okay, aber eine Schaufel. Vielleicht brauche ich die ja. Ich nehme die jetzt zwar nicht mit. Ich gehe mal hier noch ein bisschen um. Ist auch noch eine Kiste. Auch nicht schlecht. Mal sehen. Da ist auch mal eine Wache. Guten Tag, Herr Wache. Herr Wachenskammer hat mich gefilmt. Ja, ich weiß. Achso, ich dachte, das wäre er. Nee, das ist er nicht. Da gibt es einen Kamin. Ein Schürhaken. Entschuldigung, das ist schon fallen. Ich habe das nicht genommen. Ich bin der Koch. Ich bin Koch. Mhm. Gut, das hat nicht gut funktioniert. Versuchen wir das nächste. Wir haben ja so einige zur Auswahl. Bestimmt können wir das gucken. Absolution. Der gute Sohn. Ich glaube, das hat was mit seiner toten Mutter zu tun. Das werde ich einfach mal ausprobieren, glaube ich. Gucken, was ich dafür tun muss. Ich muss dahin gehen. Dann tun wir es doch. Vielleicht finden wir auf dem Weg auch noch was. Ich will mal einen anderen Weg gehen. Der entdeckt uns nicht. Noch eine Überwachungskamera hat mich gesehen. Liegt es daran, dass ich renne? Oder also darf ich nicht rennen? Oder warum nehme ich die Kameras auf? Oder gibt das Bonuspunkte? Ich weiß es nicht. wenn ich nicht gesehen werden sollte. Ah, ich muss wieder außerhalb. Okay. Ah, da unten steht jemand. Dann gehen wir da mal raus. Gucken uns das an. Tschüss Jungs. Ich mach Pause. Bis gleich. So, Kollege, was ist hier los? Oh, jemand im Auto hängen. Oh. Caruso, you know where it is. Big mansion up in Sapienza. Richest family on the coast. Come on, Dante, just do this. Sapienza sind wir, so heißt die Stadt. Flowers have to be delivered today and the Caruso.
Russo is a loyal customer. If we lose his business, the boss will fire me for sure. Come on. Okay. Today is the anniversary of Isabella Caruso's death. Silvio Caruso will be visiting her grave and has ordered a fresh bouquet of flowers. His visit would be a good time to catch him alone. That is, provided the flowers ever arrive. Die Blumen kommen bei ihm an. Ja, das ist, glaube ich, was wir uns kümmern müssen. Kleint sich als Bote. Schauen die denn zu? Schaut hier irgendjemand zu? Kann ich mich verkleiden als Bote? Ich speichere mal gerade kurz. Es fängt gerade an, ein bisschen spannend zu werden hier, glaube ich. ich möchte ja nichts falsch machen. Wenn ich ihn jetzt umhaue, der Hilton sieht es wahrscheinlich nicht. Aber man weiß ja nie. Okay, wird da irgendwas in seinem... Checkt da irgendwas? Versuch's mal. Okay, irgendjemand hat es gesehen, leider. Klein uns schnell. Und nehmen einen Blumenstrauß. Und nimm den mit. Okay. Die haben gesehen, dass ich da jemanden umgehauen habe, aber ich habe mich hier wieder verkleidet, deswegen wissen die nicht, dass ich es bin. Was sehr gut ist. muss ich mit dem Butler reden? Was habe ich denn an mir? Ah, das Messer, ne? Oh, komme ich hier nicht rein wie dem Messer oder was? Gut, wo liegt meine Waffe? Ich glaube, nächstes Mal nehme ich die Waffe einfach gar nicht mit, ey, wenn ich so rangehe wie jetzt gerade. Und hier ist, wenn ich irgendwo rein will, muss ich immer irgendwie ein Messer, muss ich meine Waffe immer wieder irgendwo hinlegen. Das ist halt echt doof. So, Messer ablegen, zack. So, jetzt sollte ich aber clean sein, oder? Ja. Bin clean. So. Auf geht's. Auf wie geht's? Reden wir mal mit dem Butler des Anwesens. Da lässt uns jetzt rein, oder? Ja, kurz filzen lassen. Ich bin ein ganz anderer. Eine ganz viel tiefere Stimme. You nervous? Oh, don't be, this is just a formality. I'm a little bit nervous. A little bit. And you're good to go. Thanks a lot. Jo, schönen Tag noch. So, das kann ich wieder nochmal reden. Gehen wir mal rein. Und suchen uns den Butler. Das steht auch schon. Und wartet auf mich. Guten Tag. Hallo. Ich bin der Blumenmann. Flowers for Mr. Caruso. Ah, excellent. You can leave them on Mrs. Caruso's grave in the garden. Come along, I'll show you the way. Das tun wir. Such a devoted son. Okay. Ja, plant nur ein Killer-Virus zu herzustellen und damit Menschen zu töten, aber sonst ist er eigentlich ziemlich demütig, ja. So kenne ich ihn. So kennt man ihn, ne? Als sehr demütig, ja, auf jeden Fall. Da läuft er gerade, guck mal. Der Caruso. Geht der jetzt gerade zum Grab? Da wollte ich. Ich wollte ja. Wir werden sehen. Zumindest erkennt mich jetzt hier keiner. Ich darf hier sein und es stört niemanden, weil ich halt der Blumenmann bin. Wahrscheinlich darf ich nicht überall hin und auch wahrscheinlich nur zusammen mit dem Typen hier. Ah, er spielt Golf. Okay. Aber es gibt hier niemanden, der sehen könnte, dass ich nicht der richtige Blumenmann bin. Was schon mal sehr gut ist. Weiter. Es ist schön hier. Schöne Villa. Sehr, sehr schöner Garten. Aber die haben ja auch schon gesagt, dass die eine Reisephobie haben, die zwei. Ja. Okay. Dann machen wir das doch. Das heißt, er holt ihn jetzt und ich lege die Blumen dahin und dann heißt das Tschüssikowski Caruso.
This should keep Caruso distracted for a while. Das sollte es. Sind hier Leute, tatsächlich. Das ist nicht gut. Sehen die das? Glaube ich nicht, oder? Glaube ich nicht. Meine Klavierseite raus. Da kommt er schon. Okay, kennt er mich als hier böse? Nee. Okay. Er sieht. Alles gut. Kommen die jetzt? Oh, da kommt tatsächlich einer gerade. Warum kommst du denn jetzt gerade? Kannst du nicht woanders hingehen? Mann. Guten Tag. Entschuldigung. Guten Tag. Scheint ein bisschen cholerig zu sein, der Gute. Okay, der geht wieder weg. Der geht an sein Grab. Und ist kurz alleine. Wir drosseln ihn. Und weg damit. Wunderbar. Wunderbar. Das hat doch tadellos funktioniert. Herrlich. Und ich kann mich hier frei bewegen. Also halbwegs. Nicer Scheiß. So. So. Nächste ist die Tante. Wo ist die denn? Da oben. Okay. Was ist denn da drin? Das sieht auch sehr interessant aus. Aber ich glaube nicht, dass ich da rein darf. Gesandt, dass man da zum Labor kommt. Das müssen wir auch noch machen. Aber erstmal töte ich die andere Tante. Oh, hi. Kommt gleich wieder. Kommt gleich wieder. Da kommt gleich wieder. so. Die ist irgendwo oben wahrscheinlich. Genau. Dafür muss ich reingehen. Sir. Sir, hi. Wahrscheinlich darf ich mit dem Aufzug nicht nach oben. Aber schauen wir mal. Hier rein? Ja, ich darf hier rein. Okay. Wo sind denn hier Treppen nach oben? Würde mich interessieren. Da ist der Butler. Hier sind Treppen nach oben. Die darf ich höchstwahrscheinlich nicht nehmen. Oder? Ah doch. Darf ich. Immer noch die Klavierseite draußen, merke ich gerade. Oh, jetzt aber. Okay. Ich darf hier nicht hoch. Okay, ich darf hier auf der Treppe sein, aber nicht nach oben. Gut. Dann gucken wir doch mal, ob wir eine andere Gelegenheit machen können. Bei Kerzenschein. Klingt sehr schön. Das würde ich gerne ausprobieren. Was muss ich dafür tun? Ich muss da hinten hingehen. Okay, tue das doch. In diesen Raum. Hier darf ich mich ja bewegen. Guten Tag, die Herren. Darf ich da auch rein, ist jetzt die Frage. Halt. Nein. You serious? Looking like that. No way. Ich muss aber da rein. Irgendwie. Da ist ein Kollege. Da ist auch ein Kollege. Wir sind immer zu zweit. Wäre cool, wenn ich mir einen schnappen könnte. Was ist denn hier? Komm hier, komm ich rein. Komm ich hier rein? Es fehlt der Schlüssel. Okay. Ich brauche es zum Aufbrechen. Da, genau, mein Dingens. Wo habe ich das eigentlich? Das habe ich ganz vergessen. Und ich habe die Zeit vergessen, sehe ich gerade. Deswegen würde ich sagen, stoppen wir hier ganz kurz und ich beende den Part und speichere. Und dann sehen wir uns beim nächsten Part und in dem werden wir uns dann um die Dame kümmern, deren Name ich schon wieder vergessen habe. Ich und Namen, ganz schlecht, ganz schlecht. Ich kann mir nie Namen merken. Ganz, ganz schlimm. Genau. Und sage auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Video. Ciao.